das ist so ein Hass. Ups. Das gibt's ja nicht. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und falls ihr noch nicht kennt, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute testen wir nämlich die neuen Make-up-Produkte von Kylie. Ihr kennt bestimmt alle Kylie Jenner. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich bin so irgendwo dazwischen. Es geht aber heute nicht um ihre Person, sondern um ihre Make-up-Produkte. Kylie hatte jetzt schon vor ein paar Jahren ihre Make-up-Marke Kylie Cosmetics rausgebracht. Die war ja am Anfang extrem erfolgreich mit den Lip Kits. Ich glaube, die waren damals nach 2 Minuten komplett ausverkauft. Selbst ich habe mir die damals gekauft und ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht, aber dazu kommen wir später noch. Ich würde sagen, die Marke hat aber so ein bisschen den Hype verloren und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass Kylie vor ein paar Monaten alle Make-up-Produkte von der Website entfernt hat. Das heißt, man konnte wirklich nichts mehr von Kylie Cosmetics kaufen. Es gibt jetzt aber brandneue Produkte. Also ich glaube, die Produkte selbst sind die alten, aber mit einem neuen Packaging und einer neuen Formulierung. Also die Produkte sollen alle generell eine bessere Qualität haben und darauf war ich sehr gespannt. Eben wegen diesem Lippenstift-Drama von damals. Deswegen wollte ich mir unbedingt ein Lipkit bestellen und dann war ich auf der Website und dachte mir so, komm Paula, bestell dir einfach gleich mal alles. Ich konnte mich einfach nicht beherrschen und habe mir jetzt sehr viele Produkte von Kylie Cosmetics bestellt. Ich konnte leider nicht alles ergattern, weil es ein paar Sachen nicht in Österreich zu kaufen gab. Und den Bronzer gab es leider nicht in meinem Shade, aber den Rest habe ich hier drinnen. Und weil ich mir jetzt schon alles bestellt habe, dachte ich mir eben, ich könnte jetzt ein kleines Review für euch drehen. Das sind die Sachen, die ich gekauft habe. Wir haben hier eine Augenbrauenpomade, ein Blush, ein Bronzer, einen Eyeliner, ein Lipkit und einen Lipgloss. Das Packaging werde ich euch bei den einzelnen Produkten nochmal genauer zeigen, aber es sieht schon ähnlich aus wie das von früher. Aber ich finde, es ist jetzt so ein bisschen eleganter und ein bisschen mehr so... Und ein bisschen simpler vielleicht. Mir gefällt auf jeden Fall diese hellrosane Farbe sehr gut. Das ist übrigens jetzt auch das erste Mal, dass ich so viele Make-up-Produkte von Kylie Cosmetics ausprobiere. Ich habe, wie gesagt, immer nur die Lipkits zu Hause gehabt. Das heißt, von den ganzen Sachen hier wird es jetzt einfach eine First Impressions. Und bei dem Lipkit werde ich natürlich mein altes und das neue hier vergleichen, um zu schauen, ob das jetzt wirklich besser geworden ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Video. Also, da Kylie Cosmetics ja erst ein paar wenige Produkte rausgebracht hat für den Anfang, sind da noch keine Base-Produkte dabei. Das heißt, ich werde meine Base jetzt einfach mit meinen Produkten aus meiner Kollektion machen. Sprich Primer, Foundation, Concealer und Puder. Und ich werde jetzt absichtlich Produkte verwenden, von denen ich halt weiß, dass die sehr gut sind und sehr gut für meine Haut funktionieren, damit ich dann den Kylie-Produkten eine faire Chance geben kann. So, Dala, als erstes ist dieses kleine Produkt hier dran und zwar ist das der Kylie Kybrow. Also das ist eine Augenbrauenpomade. Meiner hier ist in der Farbe 001 Blond. Es gab auch einen Augenbrauenstift, aber ich habe mich für die Pomade entschieden, weil das irgendwie spannender ist, finde ich. Ich habe einfach irgendwie schon so viele Augenbrauenstifte zu Hause und ich habe eigentlich fast keine Pomaden, deswegen dachte ich mir, ich probiere einfach mal ihre aus. Vielleicht ist die ja richtig gut. Das hier ist das Packaging, also hellrosener Deckel mit ihrer Schrift oben, richtig süß und simpel. Und so sieht das Ganze innen aus. Ich glaube, die Farbe wird mir ganz gut passen. Aber da drinnen ist oben irgendwie so ein komischer Fleck. Das sieht eigenartig aus und ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Wir probieren jetzt aber natürlich trotzdem aus. Wird schon nicht so schlimm sein. Wenn ich hier reingehe, merke ich auf jeden Fall, dass das sehr hart ist. Bei anderen Pomaden ist es oft so, wenn man mit dem Pinsel reingeht, dass man so richtig so eintauchen kann. Bei der gar nicht. Das fühlt sich eher so an, als würde ich gerade so über Puder oder sowas streifen. Schauen wir mal, wie pigmentiert das Ganze ist. Also jetzt auf den ersten Eindruck finde ich das eigentlich ganz gut. Sie ist nicht zu stark pigmentiert, das heißt, man hat nicht schnell solche Balkenaugenbrauen. Aber sie ist pigmentiert genug, dass man das gut ausfüllen kann hier hinten. Hier seht ihr jetzt den Vergleich von einer fertigen Augenbraue und von einer ungeschminkten Augenbraue. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Farbe ist vielleicht ein Tick zu warm, aber da wird vielleicht einfach eine andere Farbe besser passen. Ich habe aber gerade schon ziemlich lange für diese Augenbraue gebraucht. Ich verwende halt nicht so oft Pomaden, das heißt, ich bin das nicht wirklich gewöhnt. Und ich finde, ich musste da schon ziemlich oft so reintunken, damit genug Farbe eben auf meine Augenbraue ist. Ich habe es zwar schon lieber, wenn Sachen eher ein bisschen weniger pigmentiert sind, so damit man das schön aufbauen kann, aber das war mir dann doch ein bisschen zu wenig pigmentiert. Also da hätte man echt ein bisschen mehr Farbe reingeben können. Ich mache jetzt natürlich auch noch schnell die andere Augenbraue, aber ich glaube, ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich das Produkt zwar gut finde, also ich finde, das ist wirklich voll in Ordnung, aber man kann bestimmt
bessere oder gleich gute Alternativen auch in der Drogerie finden, weil die Kylie-Produkte sind ja schon etwas teurer. Also Fazit, ich finde es ganz gut. Meine Augenbrauen haben aber auch schon mal besser ausgesehen und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was dieses durchsichtige weiße Zeug da drinnen ist. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, deswegen bekommt das hier von mir so einen Daumen in die Mitte, würde ich sagen. Weiter geht es mit dem Kyliner. Das ist ein Eyeliner und zwar ist es ein Brush Tip Liquid Eyeliner Pen. Ich bin sehr kritisch, was Eyeliner angeht. Für mich muss ein Eyeliner eine sehr, sehr dünne Spitze haben, sehr pigmentiert sein, darf nicht austrocknen, während ich ihn auftrage, darf sich irgendwie nicht mit der Foundation vermischen, darf nicht verrinnen, muss sehr schwarz sein und am besten auch matt. Das heißt, ich habe sehr hohe Ansprüche und ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser hier performt. Das Packaging ist wieder in diesem Rosa. Und schauen wir mal, wie der Eyeliner selbst aussieht. Oh, der ist auch rosa, das finde ich aber süß. Hier mit dem Eyeliner, da steht Kyliner Kylie Jenner drauf und das hier ist die Spitze. Sieht auf jeden Fall sehr schön dünn und präzise aus. Und um den jetzt richtig zu testen, werde ich einen Graphic Eyeliner ziehen. Circa so wie Kylie Jenner hier. Sie hat hier ihren neuen blauen Kajal verwendet. Leider gab es bei uns in Österreich die Kajals gar nicht zu kaufen. Zumindest da, wo ich die gekauft habe. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mit dem schwarzen hier machen. Ich ziehe jetzt erstmal einen ganz dünnen, langen Winged Eyeliner. Oh Mann, ich weiß jetzt schon, dass ich nicht der größte Fan davon bin, weil die Spitze sehr hart ist. Und wenn ich das hier so entlang ziehe, dann bleibt das immer so auf meiner Haut stecken, wenn das Sinn macht. Ich muss sagen, ich habe jetzt für das ziemlich lange gebraucht und ist auch nicht perfekt geworden. Ich finde, so ein Eyeliner ist auch immer Geschmackssache. Das heißt, ich will jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Aber das ist für mich einfach so ungewohnt, dass die Spitze so hart ist. Und es fühlt sich einfach ein bisschen komisch im Auge an. Vielleicht muss ich mich auch einfach ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch den restlichen Eyeliner ziehen. Ich habe jetzt 10 Minuten für diesen Eyeliner gebraucht und er sieht furchtbar aus. Ich muss aber zugeben, das liegt nicht nur an dem Eyeliner, es liegt auch daran, dass ich mir noch immer sehr schwer tue, so gerade Linien zu ziehen. Ich habe ein bisschen zittrige Hände und generell, wenn ich so YouTube-Videos filme, bin ich immer sehr nervös. Also bitte denkt jetzt nicht automatisch, weil das hier schrecklich aussieht, dass der auch schrecklich ist. Ich finde den prinzipiell eigentlich sehr gut. Ich bin einfach, wie gesagt, nicht an die Spitze gewöhnt, aber so der Rest, so die Pigmentierung, die Farbe und alles andere hat sehr, sehr gut geklappt. Einfach nur diese Spitze. Ist ein bisschen eigen. Ich mache jetzt noch schnell die andere Seite off camera, vielleicht fällt es mir dann ein bisschen einfacher und dann gibt es wieder ein Endfazit. Also, der zweite Eyeliner hat jetzt, glaube ich, noch länger gedauert als der erste, weil ich den an den anderen anpassen musste und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen verkackt. Das heißt, ich muss das mit Concealer ausbessern, deswegen sieht das hier ein bisschen komisch aus. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass das relativ cool aussieht. Sieht ein bisschen aus wie so Engelsflügel. Aber zurück zum Eyeliner. Ich würde dem auch so einen Daumen in die Mitte geben. Ich komme mit der Spitze, wie gesagt, nicht klar. Jetzt mit dem zweiten leider auch nicht. Der hat aber wirklich eine Minispitze. Das heißt, man kann wirklich mit dem sehr, sehr dünne Linien ziehen. Das ist wirklich ein Pluspunkt. Und wie ihr sehen könnt, ist er auch sehr schön schwarz. Aber wie auch schon vorhin bei der Augenbrauenpomade würde ich sagen, dass es für den Preis bessere gibt. Um den Augenlook jetzt noch zu vollenden, werde ich mir jetzt noch einen schwarzen Kajal in die Wasserlinie reingeben, Mascara verwenden und schöne große Lashes. Und es geht weiter mit dem Produkt, über das ich mich am meisten freue. Und zwar ist es das Pressed Powder Blush. Ich habe mir das in der Farbe 334 Pink Power bestellt. Die Verpackung ist wie immer hellrosa, aber mit diesen berühmten Kylie Drips hier. Und ich habe früher voll oft gute Dinge über ihre Blushes gehört, aber ich habe die damals nie probiert. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin auch gespannt, wie die Farbe aussieht, die ich mir bestellt habe. So sieht das Packaging aus. Das ist so ein Ist ein hartes Plastik und so sieht das Ganze innen aus. Ist auch ein Spiegel drinnen und die Farbe ist wirklich sehr schön und sehr natürlich, glaube ich. Und das, was rausgefallen ist, ist dieser Protective Sheet und der hat auch wieder diese Drips oben. Also ein echt cooler Effekt so. Ich kann mich erinnern, dass ich eine der hellsten Farben bestellt habe und die hier ist so ganz leicht peachy, aber irgendwie auch leicht pink. Also es ist irgendwie so alles in einem, aber es ist matt. Ich mag es am liebsten, wenn ein Blush matt ist, weil ich bin gerade nicht so ein Fan davon, wenn die ganzen Wangen so glänzen. Ich mache das dann immer gern so mit den Highlightern an bestimmten Stellen. Aber ansonsten mag ich in meinem ganzen Gesicht eigentlich eher matte Produkte. Und man sieht schon bei dem Blush, ich habe da nur so ein bisschen reingetunkt und da ist ziemlich viel so Kickback. Das heißt, ich werde jetzt hier auch einiges abklopfen vom Pinsel. Also falls ich dieses Blush kauft, nur ganz, ganz leicht reingehen. Und wir gucken jetzt mal. Okay.
Ich würde sagen, das gibt eine sehr, sehr angenehme Farbe ab. Also es ist schon pigmentiert, man sieht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Aber es ist jetzt nicht so krass pigmentiert, dass man automatisch so Clownswangen bekommt. Und die Farbe verschmilzt echt gut, so mit meiner Foundation und so weiter. Ich glaube, ihr seht es jetzt eh gerade selber. Da ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zwischen den zwei Wangen. Aber ich finde, das sieht trotzdem sehr natürlich aus und ich finde die Farbe auch echt schön. Ich trage das jetzt noch kurz auf die andere Wange auf. Ich muss sagen, ich bin ein ziemlich großer Fan davon. Noch ein bisschen was auf die Nase. Also Fazit ist auf jeden Fall Daumen nach oben. Ich weiß jetzt schon, dass das wahrscheinlich einer meiner Lieblingsblushes wird. Und irgendwie fällt mir gerade auf, dass das zwar weder schimmert noch glitzert oder so, aber es gibt irgendwie so einen Glow-Up. Richtig schön. Übrigens wollte ich noch sagen, dass ich den Bronzer übrigens nicht ergattern konnte. Der war als erstes von allen Produkten ausverkauft, leider. Ich trage aber so in meinem Alltags-Make-up meistens eh nur Blush. Ich konnte aber dafür den Highlighter ergattern. Und zwar ist das der Highlighter. Ich habe mir den in der Farbe 020 Ice Me Out bestellt. Ich glaube, das ist ein sehr helles Gold. Wieder dasselbe Packaging wie beim Blush. Und von dem habe ich auch schon einiges online gesehen. Das soll anscheinend ein richtig schönes Design innen haben. Der Highlighter hat nicht nur dasselbe Außenpackaging, sondern auch dasselbe Innenpackaging wie das Blush. Oder der Blush? Der Blush, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das ein bisschen doof, um ehrlich zu sein, weil man die nicht auseinanderhalten kann. Also es ist jetzt nicht so schlimm oder so, aber ich finde das halt ein bisschen unkreativ, wenn man mehreren Produkten genau dasselbe Packaging gibt. Ich will jetzt aber auch nicht zu streng sein, das heißt, ich gebe ihm jetzt natürlich auch noch eine faire Chance. Schauen wir mal nach innen eben und ja, der hat auf jeden Fall ein richtig schönes Innendesign. Wie ihr seht, steht hier überall Kylie, Kylie, Kylie innen. Und ich finde solche Innendesigns zwar richtig cool und ich finde, die geben immer noch so einen extra coolen Touch, aber die sind auch ein bisschen unnötig, einfach weil man die nach dem ersten Mal benutzen wieder zerstört. Die Farbe gefällt mir auf den ersten Blick auch schon mal richtig gut. Ich gehe jetzt hier mit einem relativ sauberen Pinsel rein und schauen wir mal, ob der sehr pigmentiert ist oder eher so ein natürlicher Highlighter. Okay. Der ist auf jeden Fall sehr natürlich. Also ich bin jetzt wirklich schon 2-3 Mal reingegangen und es kommt nicht wirklich ein wahnsinniger Glow. Also halt so ein bisschen. Sieht jetzt ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig schön aus auf der Haut. Sieht so ein bisschen pudrig aus. Wisst ihr was? Ich vergleiche den jetzt einfach mal mit einem günstigeren Highlighter, damit wir irgendwie so den direkten Vergleich haben. Ich bin jetzt nämlich echt gespannt, wie zum Beispiel dieser Catrice Highlighter im Gegensatz zu diesem hier ist. Die haben ja eine relativ ähnliche Farbe. Der hier kostet aber um einiges weniger und ich glaube, der ist um einiges besser, aber lassen wir uns mal kurz überraschen. Ich streife den Pinsel jetzt mal kurz in meiner Hose ab, damit ich nicht schummeln kann oder so. Jetzt gehe ich in diesen Catrice Highlighter, der hat übrigens die Farbe 010. Und jetzt schauen wir mal an, wie der so ist. Und ihr seht, glaube ich, direkt, oder? Wie krass schön der ist. Also das noch einmal reingehen, viel kräftiger, pigmentierter und verschmilzt auch noch viel schöner mit der Haut, weil der so schön cremig ist. Der von Kylie ist ziemlich hart und pudrig. Also hier seht ihr jetzt mehrere Schichten von dem Kylie Highlighter und eine Schicht von dem Catrice Highlighter. Also ich finde den jetzt leider auch wieder nicht so berauschend. Ich finde, es ist natürlich immer Geschmackssache, ob man eventuell mehr einen natürlichen Highlighter haben möchte oder einen starken Highlighter. Aber wenn man schon so viel Geld für etwas zahlt, finde ich, sollte es auch richtig gut performen und für mich ist das eher ein Flop. Jetzt geht es hoffentlich ein bisschen positiver weiter. Es kommt nämlich jetzt das neue Lip Kit dran. Und wie schon am Anfang gesagt, die sollen die irgendwie ganz neu formuliert haben. Das hat Kylie zumindest behauptet. Die sollen jetzt anscheinend angenehmer auf den Lippen sein, worüber ich mich sehr freue, weil die alten Lip Kits waren sehr unangenehm. Die waren sehr trocken, dick, flüssig und sind so komisch aufgecrackt. Und dann gab es so kleine Schüppchen, die sich immer abgelöst haben. Also werde ich jetzt auch noch kurz, bevor ich den hier austeste, einen von ihren alten Liquid Lipsticks auftragen. Einfach damit ihr seht, was ich damit meine und damit wir gleich den direkten Vergleich haben. Ich trage jetzt ihr altes Lip Kit in der Farbe Candy K auf. Ich starte mit dem Lip Liner und die fand ich eigentlich immer relativ gut. Die sind schön pigmentiert und cremig. Das Einzige, was ich an denen nicht mag, ist, dass hinten kein Spitzer dabei ist. Das heißt, man braucht einen separaten Spitzer. Und bei mir ist das bei fast allen passiert, dass die irgendwie innen gebrochen sind und dass man die dann halt so rausziehen kann. Obwohl, ich sehe gerade, der ist gar nicht innen gebrochen, sondern den konnte ich generell einfach so rausziehen. Ja, das ist halt generell irgendwie blöd. Und jetzt noch der Liquid Lipstick. Ich muss auch noch dazu sagen, dass sie irgendwie extrem stinken. Nach so irgendwas Süßem und gleichzeitig so ein bisschen chemisch. Ich lasse ihn jetzt kurz trocknen, aber ich spüre einfach jetzt schon wieder, wie das so eine dicke, trockene Paste auf meinen Lippen wird. Bereit für eine kleine Nahaufnahme? Also, wie ihr sehen könnt, ist auch schon was auf meinen Zähnen, weil das wieder so rumbröckelt. Und ich finde einfach, meine Lippen sehen so voll faltig aus, weil das so trocken ist und so...
spannt auch. Sieht halt von nahen echt nicht schön aus. Und wenn ich meine Lippen noch so ein bisschen zusammenpresse, zum Beispiel wenn ich esse oder rede oder so, dann bröckelt das einfach so herum. Und dann ist alles hier weg, weil das so trocken ist. Dann geht alles auf meine Zähne. Das heißt, ich werde mir die jetzt ganz schnell wieder abschminken. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl, was die neuen angeht. Ich glaube, die werden viel besser. Ich meine, sie hat die alten auch schon vor Jahren rausgebracht. Und ihre war wirklich einer der ersten Liquid Lipsticks. Das heißt, man kann gar nicht so hohe Ansprüche haben. Aber mittlerweile gibt es einfach schon so viele von gefühlt allen Marken. Und die sind mittlerweile so gut geworden. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass ihre jetzt auch gut sind. Ich meine, ich habe wirklich hohe Erwartungen, weil sie halt auch irgendwie so diese Lipstick-Queen ist. Also man kennt sie auch für ihre großen Lippen und durch ihre Lipkits wurde ja auch ihre Marke so bekannt. Das heißt, wenn die jetzt nicht gut sind, dann bin ich echt enttäuscht. Ich wollte auch nochmal kurz sagen, besonders für die Leute, die mich noch gar nicht kennen, sorry, dass dieses ganze Video irgendwie so negativ wirkt. Ich habe das Gefühl so, ich rede eigentlich alle Produkte schlecht und das ist wirklich nicht so meine Absicht. Ich bin eigentlich gar nicht so eine Person, die extrem streng mit Produkten ist und ich habe auch wirklich nichts gegen Kylie oder sowas. Also wir haben Anfang gesagt, ich bin da eigentlich eher so neutral. Aber bei mir ist es halt so, dass ich Drogerieprodukte sehr gerne habe, einfach weil ich finde, dass die über die Jahre schon so gut geworden sind, dass es sich oft gar nicht lohnt, so teure Produkte zu kaufen. Und wenn ich da mal teure Produkte teste und besonders die halt auch noch kaufen musste für sehr viel Geld, dann erwarte ich mir halt auch sehr viel. Und ich finde das dann halt ein bisschen enttäuschend, wenn ich mir denke, ich hätte mir dasselbe oder etwas Besseres auch in der Drogerie holen können. Also bei mir ist es halt immer so, wenn ich ein Produkt teste, ist es nicht so gut, schlecht, sondern eher so, ist es den Preis wert. Das heißt, bei günstigen Drogerieprodukten würde ich eher noch so ein Auge zudrücken, aber wenn die Produkte dann so 20 Euro oder mehr kosten, dann will ich auch wirklich keine Fehler sehen. Also kann ich da schon teilweise so ein bisschen streng werden, aber ich will euch halt auch immer ein ehrliches Review geben. Und wir testen jetzt das neue Lip Kit. Ich habe mir das in der Farbe 808 Kylie bestellt und ich war am Anfang ein bisschen erschrocken, weil ich habe mir eigentlich ein Nude bestellt, aber dann kam das hier an und ich habe irgendwie angenommen, dass das die Farbe vom Liquid Lipstick ist. Aber ich habe dann nochmal kurz reingeschaut und ich habe mir tatsächlich ein Nude zum Glück bestellt. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen zu dunkel, um jetzt ein richtiges Nude für mich zu sein, aber ich habe das an Kylie gesehen und an Kylie ist es ein Nude, aber sie ist halt um einiges bräuner als ich. Ich muss aber jetzt auch schon wieder weiter meckern und zwar finde ich es halt ein bisschen doof, dass irgendwie die Außenverpackung nicht dieselbe Farbe wie der Lippenstift hat. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob nicht einfach alle Verpackungen so sind oder ob sie einfach die Farbe ein bisschen verfehlt haben, weil das hier ist ja wirklich dunkelrosa und das ist eher so halt dunkel-Nude. Aber die Verpackung schmeiße ich eigentlich in der Regel eh fast immer weg, aber beim Einkaufen finde ich das halt ein bisschen unpraktisch. Ich starte natürlich wieder mit dem Lip Liner. Wir können jetzt auch noch kurz das Packaging vergleichen. Und zwar ist das hier das alte Packaging. Das ist schwarz, wie ihr sehen könnt. Das hier ist rosa. Meine zwei Lieblingsfarben sind übrigens schwarz und rosa. Das heißt, ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welches ich schöner finde. Aber ich glaube, das Pinke gefällt mir sogar ein bisschen besser. Und er hat leider hinten auch noch immer keinen Spitzer. Ich dachte übrigens früher mal, dass die irgendwie zum Drehen sind und ich konnte die nicht drehen und ich war so, hä, wieso ist mein Lip Liner kaputt? Aber die muss man tatsächlich auch spitzen, obwohl sie nicht so aussehen. Sehr, sehr cremig. Der kriegt von mir einen klaren Daumen nach oben. Einer der besten Lip Liner, die ich je verwendet habe. Jetzt kommt gleich der Moment der Wahrheit. Aber davor vergleiche ich nochmal kurz das Packaging. Und bei dem kann ich mich wirklich nicht entscheiden, welches ich besser finde. Ihr müsst mir auf jeden Fall in den Kommentaren sagen, welches ihr schöner findet. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Das ist halt irgendwie so dieses OG-Packaging, das man halt noch von früher kennt. Das heißt, vielleicht mag ich das sogar lieber. Aber wir tragen jetzt mal endlich den neuen auf. Okay. Also der Lippenstift hat schon mal eine andere Farbe als der Lip Liner. Das war bei den alten Lip Kits, glaube ich, nicht so. Finde ich sehr interessant. Aber die Farben harmonieren sehr gut miteinander. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass mir der auf jeden Fall um einiges besser gefällt. Fühlt sich schon mal sehr geschmeidig auf den Lippen an und gar nicht trocken. Ich lasse ihn wieder trocknen und dann gibt es wieder eine Nahaufnahme. Hi. Also, ich finde, es sieht schon ein bisschen besser aus. Findet ihr, sieht man einen Unterschied zum anderen? Ich finde, es sieht jetzt so ein bisschen glatter aus. Aber ganz ehrlich, man sieht noch immer so ziemlich stark meine Lippenfalten. Besonders wenn ich so mache. Bei anderen Lippenstiften habe ich das auf jeden Fall nicht so stark. Und der ist auch relativ trocken. Also ist wirklich wie eine Wüste gerade auf meinen Lippen. Ich finde das schon so ein bisschen bequemer als jetzt der andere, weil der andere ist wirklich eine Katastrophe, auch weil der so dick ist. Der ist auf jeden Fall ein bisschen dünner, aber der ist genauso trocken. Ich mache jetzt aber kurz nochmal diesen Test, den ich beim anderen auch gemacht habe mit dem Zusammenkneifen. Das sind jetzt auch so ein paar Bröckelchen, aber auf jeden Fall viel besser als beim anderen und es sind auch keine Bröckelchen auf meinen Zähnen.
Also ist schon ein bisschen besser, aber ich würde sagen, leider noch immer nicht perfekt. Ich würde jetzt dem hier so einen Daumen in die Mitte geben, dem alten natürlich einen Daumen nach unten. Aber ja, irgendwie so wie alles hier gerade ist irgendwie so mittel. Und das letzte Produkt, das ich heute testen werde, ist der Kylie High Gloss. Und der hat jetzt ein bisschen ein anderes Packaging, was mich freut. Ist mal ein bisschen Abwechslung. Finde ich auch richtig schön mit so ihrem Lippen im Hintergrund. Ich habe mir den in der Farbe 319 Diva bestellt. Da gab es wirklich ganz viele unterschiedliche Farben. Es gab welche mit Schimmer, welche ohne Schimmer. Ich habe mir jetzt einen ohne Schimmer bestellt. So sieht die Farbe und das Packaging aus. Finde ich richtig geil. Also das Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich rieche jetzt mal an dem. Ich habe vergessen, am Liquid Lipstick zu riechen. Wartet mal kurz. Weil der andere stinkt ja so. Aber ich glaube, bei dem habe ich nichts gerochen, oder? Doch. Der riecht so wie der andere, aber ein bisschen schwächer. Ich muss das kurz vergleichen. Ich schnüffel hier den Liquid Lipstick. Okay, nein, der alte riecht um einiges stärker. Und der riecht wie eine abgeschwächte Version von dem. Also das ist auch wieder so ein bisschen ein Pluspunkt. Und wie riecht jetzt der Lipgloss? Ich kann das alles gar nicht mehr riechen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich rieche gerade nichts, oder? Vielleicht so ganz leicht, aber auf jeden Fall nichts Starkes. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die Farbe wird auch ganz gut zu dieser Lippenkombi passen. Der glänzt ganz schön. Ich finde, ich kann zu Lipgloss oft nicht so viel sagen. Ich finde, es sieht aber sehr schön aus. Ist auch angenehm auf den Lippen. Er klebt schon so ein bisschen. Ihr seht das hier so, hier außen, wenn ich die zumache und aufmache. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ein Lipgloss ein bisschen klebt. Ist aber wirklich auch nur ganz, ganz leicht. Ansonsten sehr, sehr angenehm. Schöne Farbe. Ich kann halt wirklich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ist halt ein guter Lipgloss, deswegen gebe ich den jetzt einfach mal einen Daumen nach oben. Und das waren jetzt alle neuen Kylie Cosmetics Produkte, die ich für heute getestet habe. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich feiere den Look schon ziemlich. Also ich habe es da mit dem Eyeliner ziemlich gestruggelt, aber jetzt so im Endeffekt mit den Lashes und den Lippen sieht das schon ziemlich cool aus. Im Großen und Ganzen finde ich eigentlich die Produkte auch wirklich in Ordnung. Es war jetzt kein Produkt dabei, wo ich mir wirklich denke, das geht gar nicht. Ich fand die großteils eigentlich so durchschnittlich, so mittel. Aber wie gesagt, für den Preis findet man bestimmt auch bessere Sachen. Aber es ist ja auch immer jedem selber überlassen, was man sich kauft. Wenn man jetzt zum Beispiel ein riesen Kylie-Fan ist, dann kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Und wir haben ja bekanntlich auch verschiedene Geschmäcker. Das heißt, es könnte sein, dass es jemandem richtig gut gefällt, anderen wieder nicht so gut. Also wenn ihr die Chance dazu habt, dann probiert die Sachen auf jeden Fall mal aus. Und wenn ihr sie schon ausprobiert habt, dann schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr die so findet. Und sagt mir auch gerne, was ihr von diesem Look haltet. Ob ich vielleicht öfter so Graphic Eyeliner tragen soll. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich eventuell abonniert. Wir sind schon fast 100.000. Das ist ja mein absoluter Traum. Das heißt, ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen. In ein paar Tagen kommt dann auch gleich wieder ein neues Video. Und zwar wird das eine Storytime. Ich bin schon sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Ich hoffe natürlich, dass wir uns da wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich noch eine wunderschöne restliche Woche. Tschüss!